Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tests vor Leos. So, was trinken wir denn heute? Ja, herzlich willkommen. Wie in der letzten Folge angeteasert, trinken wir heute Allgäuer Büblebier. Edelbräu. Im letzten Video hatten wir das erstaunlich ungenießbare grüner Vollbier hell. Von der Traditionsbrauerei. Grüner. Ich staune, wie lange, dass sie das so lange ausgehalten haben. Gut. Guckt euch das Video mal an. Unser Geschmack war es nicht? Nee. Wir haben übrigens ein neues Bier-Tasting-Protokoll. Wir haben jetzt den Backup-Faktor noch wieder mit drin. Da gibt es Minuspunkte. Die tiefgoldene Allgäuer Bierspezialität. Bierspezialität. Ein herzhaft würziges, kräftiges Traditionsbier, so gut wie damals. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Ja. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Extrakt und Topfen. Alle näher, weil... Mein Gott, was ist denn das? Ist das der Kaffee? Weitere Infos www.allgäuerbrauhaus.de aus Kempten. So, haltbar ist es. 5,5%. Ein helles. Auspacken oder wegpacken? Auf jeden Fall auspacken. Gefällt mir der kleine Bub da. Mit seinen Schücheln und seinen, was ist denn das? Sind das Wadenwärmer? Sieht aus wie Wadenwärmer. Ha? Ja. Ja, das ist schon mal ansprechend. Die Farben ist ganz cool gemacht. 3 Punkte von möglichen 4. Ich würde ja 4 geben. Oder 3,5. 3,5 geht nicht. Na, dann halt 3. 3,5 durch 2 ist 3 irgendwas. 3. Augensucht oder Augenflucht? Das sind ja für Penner an Schulen. Willst du das oder ich? Ja, normalerweise kriegst du das immerhin, weil du hast das ja gelernt. Du hast ja sonst nicht gelernt, mach mal mit Bitburger da weg. Übrigens, ich habe mich mal informiert. Vielleicht mache ich ja auch Wein und das. Wein- und Genusstester. Mann, ey. Kann man studieren? Glück, Glück, Glück. Oh. Ungefähr so wertvoll wie Germanistik wahrscheinlich. Du willst ja auch noch was haben. Ja, ja. Mal. Nee. Hat eine schöne Farbe. Geht ja schon ins Bernsteinfarben, ne? Leichte Kohlensäure, schöner Schaum. 3 Punkte von 4? Ich würde sogar 4 geben. 3,5 mindestens. Naja, dann nehmen wir halt jetzt 4. Gut. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Prost. Ich krieg ja nichts. Riechst du das nicht? Riechst du was? Ja? Gut, und? Was Zitronig. Säuerlich? Das. Ha? Leichter Hopfen? Kein Malz? Bittere? Ja, ist gut jetzt. Trink was. Auf den Geschmack. Nee. Ja, süffig. Diese leichte Zitronensäure schmeckst du. Das Ding ist mild. Ja, super mild. Schwer. Man merkt ja nichts an der Kohlensäure. Also an der Kohlensäure merkst du nicht? Ja, nichts. Also Kohlensäure ist ja so gut wie Arne. Also die Kohlensäure schmecke ist relativ schnell wieder weg. Ein Festbier ist das für mich. Naja. Das schmeckt aber. Das ist halt ein helles. Ja. Das ist schon sehr, sehr leicht. Ja. Sehr mild, ja. Da fehlt mir aber, also das ist wirklich sehr ausgewogen. Für jeden. Auf jeden Fall ansprechend, ja, das hat so, wenn du so die ganzen Geschmackstypen einmal so hast, dann ist das für mich genau in der Mitte. 5,5%. Das schmeckst du aber nicht, also ich schmeck das nicht, die 5,5%. 11 Punkte? Ja. Die Farbgestaltung finde ich auch gut. Grün, ja, ist ja wieder dein Ding. Ja, grün ist zwar nicht meine Farbe, aber da passt das, ne? Deutsche Reinheitsgebot. Ja. Gut.
Uwe? Sehe ich nicht. Müssen wir eh noch ein bisschen warten. Solange kannst du einen Witz vorlesen. Oder ich lese die Bier-News vor. Naja, dann lese die Bier-News vor und damit es noch was zu lachen gibt. Achso, dann. Also traurige Bier-News. Kann ich. Massenhaft Bier verschüttet. LKW verliert auf Autobahn, Auffahrt in Bayern hunderte Kästen. Berichtet vom Tagesspiegel am 21.02. Natürlich diesen Jahres, ganz klar. Ja, mit der Räumung hätten sie ja kein Problem. Der muss ja relativ schnell weg sein, wa? Mal kicken. Von den ganzen Bierkästen. Du, in Bayern? Ich war leider. Wieso denn? Naja. Findest du? Die Ladung des Lasters war nicht richtig gesichert und fiel beim Auffahren auf eine Autobahn herunter. Stundenlang war die Straße unpassierbar. Hunderte Liter Bier auf der Straße. Haufenweise Scherben. Ein Sattelzug hat am Mittwochmittag in einer Auffahrt zur Autobahn 70 im oberfränkischen Landkreis Kulmbach, was das wohl für ein Bier war, hunderte Bierkästen verloren. Das Aufräumen dauerte nach Polizeiangaben Stunden. Naja, ich weiß schon, was die Polizei gemacht hat. Was sollen die Polizei da? Das sind genau diejenigen, die da nicht sein dürfen. Die haben schon aufgeräumt, das hat ein paar Stunden gedauert, ja. Die Ladung aus Bierkästen war in der Kurve zur Autobahn in Bewegung geraten und hatte die rechte Seite des Aufliegers durchbrochen. Mhm. Bierkästen stürzten palettenweise auf die Fahrbahn. Scherben und auslaufender Gerstensaft machten die Auffahrt für Stunden unpassierbar. Außerdem mussten die restlichen Kästen auf dem Anhänger, die sich in erheblicher Schieflage befanden, entladen werden, bevor der beschädigte Sattelzug beseitigt wurde. Ja, ja, klar. Kofferraum auf. Ja, ist klar. Eine Kontrolle des Fahrers, oh, das ist interessant, und des Sattelzugs ergab, dass die Ladung mangelhaft gesichert war. Wer hättet ihr gedacht? Da, so ein Ding. Hinweise auf zu schnelles Fahren fanden sich nicht. Der 50-jährige Fahrer musste ein Bußgeld entrichten. Der Schaden liegt bei rund 35.000 Euro, wie die Polizei berichtet. Genau, mehr dazu, das ist nicht der ganze Bericht, könnt ihr lesen auf tagesspiegel.de. Der Artikel hier drunter unter dem Video, einfach den Link anklicken. Ja gut, das sind natürlich traurige Nachrichten, traurige, ja, für alle, die... Ja, das ist wirklich sehr traurig. Schön für die, die dann da vor Ort waren. Ich denke mal, die haben alle sehr gerne mitgeholfen. Kommen wir mal zu einem kleinen Lacher. Der Meier, ja. Der Meier war wieder unterwegs. Kennst du den? Kennt doch jeder. Jeder kennt den Herrn Meier? Jeder kennt einen Herrn Meier. Sagt der Arzt. Ach so, Herr Meier, Sie sind ja schon wieder betrunken. Habe ich Ihnen nicht gesagt, nur eine Flasche Bier pro Tag? Meier. Ja, glauben Sie eigentlich, Sie sind der einzige Arzt, zu dem ich gehe? Na gut. Der Herr Meier, naja. Ich denke mal, der Herr Meier war bei dem Unfall auch dabei. Herr Meier, ja. Und hat sich wahrscheinlich an der letzten Bierkiste die Kopf gestoßen und war dann beim Arzt. Ja. Ich bin schon fast beim Uwe. Was? Schmeckt gut, das Bier. Ja, finde ich auch. Das ist aber auch vor allem für Leute, die zu viel Kohlensäure im Bier nicht mögen. Ich sag ja, da ist wenig Kohlensäure drin. Wollt's mir an den Globen. Und Uwe? Nö. Das ist ein schönes, angenehmes, köstliches Bier. Wegkippfaktor? Null. Naja, so in dem Sinne wegkippen, ja. Aber ansonsten? Also austrinken. Jo. Tja. 24 von 30 Punkten. Okay. Uiuiui. Deswegen sage ich ja, wir sind zu, das geht so nicht. 18, 20, 24, okay, Gold, wa? Ja? Ey. Naja, ist doch top. Und dabei sind wir noch ja nicht besoffen oder irgendwas. Nö, wir sind rotznüchtern. Das scheint wirklich gut zu sein. Ja? Naja, dann. Okay. Davon holen wir wahrscheinlich mal eine Kiste. Da ist ja noch ein Stück drin, was ist denn hier los? Mann, das ist ja mal. Fassbar, ey. Okay. Was? Vielleicht ist es der Uwe. Meinst du, es ist der Uwe? So. Ja, ist gut. Also, herzlichen Glückwunsch, 24 Punkte und zwar ein hervorragendes Bier.
Von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesem hervorragenden Hopfentrank dürstet. Yeah, baby. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, kauft euch Schütter, das ist gut. Ja, auf jeden Fall klare Kauf- und Trinkempfehlung. Klar. Ja. Was gibt es als nächstes? Oh. Ja, ist gut. Ich weiß nicht, ob es der Leberhaken wird. Den kriegst du gleich von mir. Oh oh, oh oh, das sieht nicht gut aus. Na gut, also irgendwie sind wir hier. Also ich glaube, letztes Jahr hatten wir keine Büchse gehabt. Tja, du wirst es nicht glauben, was ich zuerst in der Hand hatte. Was trinken wir denn? Was ist denn das? Das sieht aus wie eine schwarze Büchse. Ja, die trinken wir auch. Da steht eine 5,0 und da steht ein Pilz. Pilz? Naja, dann werden wir mal das 5.0er Original trinken. Genau. Also Leute, unbedingt beim nächsten Mal den Kanal abonnieren, ansonsten verpasst ihr das nächste Video. Also bis dahin, haut rein. Ich gehe mir jetzt die Kiste kaufen. Bin ja auch rein. Mach das.